Chiro Subidokoto, der heizt gerade hoch. Allerdings der 80er, der genehmigt sich auch gern mal ein ganzes Stündchen oder auch mehr. Witterungsbedingt jetzt heute echt kalt. Also ich denke, so eine Stunde und 20 Minuten muss man dem einfach geben im Gasbetrieb. Ich nutze die Zeit aber hervorragend, denn ich habe hier was, das sicher nicht jeder hat, aber vielleicht jeder haben sollte. Das wollen wir heute mal rausfinden. Ich habe hier den G3 Ferrari vorgeheizt. Deswegen mache ich den auch nur vorsichtig auf. Das Gerät ist relativ günstig. So zwischen 100 und 120, 130 Euro. Mich hat es jetzt seit einiger Zeit interessiert, einfach weil ich hier und da mal einen Bericht gesehen habe. Natürlich auch, weil die Spitzer-Kanal hat das Gerät mal getestet. Und spätestens da war es dann bei mir dann auch so, dass ich sagte, Mann, Pizza ist meine Passion. Ich möchte das Ding mal testen. Und für die, bei Pizza, für alle, die das Teil noch nicht kennen, oder sich überlege, muss es denn ein Unicoda oder muss es eine Gosny Rockbox sein oder muss es ein 3000 Euro Ofen sein, sicher nicht zum Einsteigen. Aber vielleicht ist das Gerät hier was zum Einstieg. Und sagen wir mit der Anschaffungskosten von 120 Euro sicherlich ein Versuch wert. Aber ich möchte es euch ein bisschen vereinfachen und euch einfach hier auch nochmal zeigen, was man so machen kann mit dem Ding. Ich habe hier ein 70% hydrierter Teig in direkter Führung, 24 Stunden Gare, also ich sage jetzt mal Pizza für alle Rezept mit ein bisschen erhöhter Hydration vorbereitet. Und wir möchten jetzt einfach mal gucken, wie bedient sich das Ding und was kommt zum Schluss raus. Ja. Das heißt, wir machen jetzt mal kurz eine kleine Pizza fertig. Bisschen Semola. Bisschen Semola mit hier rein, die, naja, zugegebenermaßen für zwei Balle keine Ballenbox, aber brauch's auch nicht. So. Jetzt haben wir hier öffnen wir den Teigling. So, ja. Natürlich gucken. So, sollte. So, Unterschied zur Pizzaschaufel. Ich muss hier gucken, dass das Semola auf jeden Fall weg ist, damit ich die Pizza hier aufschiebe. Das ist bei jedem G3 Ferrari dabei. Das heißt, wir bringen die Pizza hier auf und ziehe die dann später hier ab und platziere die Pizza so. Das heißt aber im Umkehrschluss, hier darf kein Semola mehr liegen. Zumindest sollte es nicht in großer Zahl liegen. So, haben wir ein bisschen San Marzano gemixt mit ein bisschen Basilikum, Salz. Machen wir hier ein bisschen Mozzarella. Dann gucken wir mal, ob wir das so jetzt aufgezogen bekommen. Ein bisschen Parmesan. Olivenöl. So, für mich auch Premiere. So. Schieb versucht jetzt ohne zusammenzuschieben. Das wird, denke ich, auch die Größe sein, die man im Prinzip auch in das Gerät einbringen können. Ich habe das Gerät jetzt 10 Minuten, also zumindest verspricht der Hersteller 10 Minuten, aufgeheizt. Länger war es wirklich nicht. Ich habe das jetzt hier auf 2,5, also Stufe 2,5.
werde jetzt die Pizza einbringen, gehe dann auf Stufe 3, einfach um sicherzustellen, dass hier die rote Lampe anspringt, denn die rote Lampe sagt, die Heizspirale geht auf Vollgas, also er ist im Heizbetrieb und dann, und das brauchen wir auch. Pizza ist immer wichtig, volle Power, Oberhitze. Aber mit 2,5 nach 10 Minuten sollte der Stein ungefähr temperiert sein. Das gucken wir mal. Da haben wir jetzt 330 Grad, im vorderen Bereich sind es 280, muss man auch ehrlich sagen. Im hinteren Bereich sind es 320, übers Zentrum 315, 300. Muss ehrlich sagen, 10 Minuten sind jetzt um. Ich lasse den jetzt aber nochmal, dass wir irgendwo zwischen 360 respektive 340 dann vorne hinkommen. Mehr würde ich hier auch nicht machen, weil das Gerät, das muss man einfach sagen, wir können hier keine Pizza Napolitana zaubern. Ich bin hier nicht in 60 bis 90 Sekunden durch. Das Gerät braucht aufgrund seiner Leistungsdaten einfach ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, die Pizza braucht mehr Zeit. Das heißt, wir können hier nicht den Stein bis 400 Grad oder mehr hochheizen. Da müssen wir mit, sage ich jetzt mal, 350, 340 roundabout, müssen wir die Pizza einschieben und dann sehr ausbacken. Weil hier brauchen wir einfach ein paar Minuten, bis die Pizza durch ist. Das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Break. So, ich habe jetzt gerade noch mal 2-3 Minuten gewartet und ich würde sagen, feuerfrei, Deckel hoch. Okay, ja, Hitze ist da, das merkt man. So, das wird wirklich kinderleicht. Und jetzt Stufe 3, Lämpchen ist an, er ist im Heizbetrieb. Und dann warten wir es mal ab. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Break, um euch nicht zu langweilen. Und zeige euch dann, ab dem Moment, wo ich sie raushole, wie das Ergebnis aussieht. Ich muss euch doch einen kleinen Einblick irgendwie geben. Man sieht, die Pizza geht auf und sie bräunt. Ich mache jetzt einen kleinen Zwischenschritt. Ich habe jetzt nochmal etwas Basilikum mit etwas Olivenöl abgetatscht. Gebe das jetzt nochmal kurz drauf. Olivenöl deswegen, weil der Basilikum in der Zeit einfach verbrennt. Zack. 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 So, das sah gar nicht so schlecht aus. So, ich habe natürlich schon einen Blick riskiert. Deswegen sind wir jetzt auch wieder mit dem Video dabei. Guckt euch das an. So, Elektrogeräte immer ausschalten, wenn sie nicht mehr in Gebrauch sind. So, das Teil, das Stück hier, war ganz hin. Ich denke, eventuell ist die Hitzeverteilung hier nicht ganz so optimal. Witzigerweise war hier am Boden die Temperatur etwas geringer, aber ich denke hier die Oberhitze ganz klar sieht man im Prinzip hier. Man sieht im Prinzip hier, dass da ein bisschen die Oberhitze gefehlt hat. Aber wie hört sich das an? Top. Boden. Schön karamellig. Und auch wunderbar. Schneiden wir. Mal jetzt hier nochmal. Spitze. Ja, also die Kruste hier. Perfekt. Hm. Wahnsinn. Ich muss sagen, 120 Euro. Ich hätte es nicht erwartet. Ich meine, ich muss noch ein Stück essen. Richtig knuspriger Bote. Ich würde sagen, ich hätte die Pizza
Mir fehlen die Erfahrungswerte. Ich hätte mit etwas weniger Gewicht pro Balle sie vielleicht auch ein bisschen dünner ausziehen können. Die ist jetzt natürlich insgesamt auch hier nach vorne hin sehr mächtig geworden, weil man einfach mit 280 Gramm auf die kleine Größe hier von 20 cm ordentlich Masse habe. Aber geschmacklich absoluter Hammer. Der Teig ist schön aufgegangen, man sieht es. Und die Kruste, ich habe es ja gezeigt, alles da, was man eigentlich von einer Pizza will. Boden kross, Kruste schön knackig, innen aber schön fluffig, saftig. Die ist aufgegangen, geschmacklich echt gut. Also, ich muss echt nochmal sagen, das Gerät in der Küche über den Winter statt ein großer Sioshiro, vielleicht sogar nur Alternative. Wir backen ja im Prinzip das ganze Jahr außer, muss ich wirklich sagen. Ich habe kein Indoor-Elektroofen, sondern ich backe wirklich bei Wind und Wetter, bei eises Kälte, in der Jacke und im Schal, wenn es darauf ankommt, backe ich hier auch im Dezember oder im Januar meine Pizza. Aber ich muss sagen, jetzt mit dem Gerät, da wird sicher die eine oder andere Pizza indoor gebacken und das nicht nur im Winter. Also ich bin echt überrascht, was man für diese Kohle hier bekommt. Ich hätte nicht erwartet, ich war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, okay, der Waldi, ehrliche Haut, der hat es ja auch hinbekommen. Der hat da gute Pizza gezaubert. Und dann dachte ich, ich muss das auch mal testen. Aber auch selbst da dachte ich, geschmacklich, na, kann so nichts sein. Aber wenn ich mir jetzt das angucke, absoluter Hammer. Also ich kann nur sagen, für das Geld, wer sich überlegt, in die, sagen wir, Pizzaszene einzusteigen, hat vielleicht nicht das Geld und möchte irgendwo im Low-Budget-Bereich einsteigen, oder hat vielleicht das Geld und sagt trotzdem, ich möchte es aber nicht unbedingt ausgeben, ich brauche das nicht, ich mache einmal im Monat Pizza, die mache ich im Haushaltsbackofen. 120 Euro kann man sich auf jeden Fall leisten. Und dafür ist das Gerät Hammer. Ich bin echt geflasht. Und das bei der Fülle an Ofen, die ich schon hatte, muss ich sagen, ist eine ganz einfach, mich zu überzeugen. Aber klar muss man sagen, es ist eine kompakte Pizza. Das wird keine 30 cm Riesenpizza oder noch größer. Ich kann hier drin auch sicherlich keine Napolitana zaubern, aber Pizza Romana, rot knuspriger Bote, geiler Rand. Also das ist jetzt schon Pizza, wo ich sage, da muss ich echt einen Italiener suchen, der die Qualität überhaupt liefert. Von dem her, guckt euch das Gerät mal genauer an. So, aber jetzt sind wir wirklich raus, weil der Ofen ist jetzt auch heiß.